Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Jan aus dem Geek Talk hier. Und ich darf euch heute Morgen wieder mit 10 Technikthemen in den Tag begleiten. Wir beginnen mit dem ersten Stimmungsbericht von dem Treffen der Technikchefs mit Donald Trump. Wir gehen weiter zu einigen Sicherheitsproblemen verschiedener Firmen und zu einigen Gerichtsstrafen leider, kommen dann ein wenig zum Thema Mobilität. Dann geht es wie immer in unsere kleine Social Media und Messenger Ecke, ehe wir bei Smart Home Themen kurz Halt machen, um wieder bei Update Themen von Apple zu landen. Wir starten mit den News rund um das Tech Summit, das Donald Trump veranstaltet hat. Der designierte amerikanische Präsident hat sehr, sehr viele Technikchefs aus dem Silicon Valley zu sich eingeladen. Ich habe die Woche schon darüber berichtet. Das Event fand jetzt statt und überraschenderweise geben sich alle Seiten sehr, sehr positiv. Auch laut einigen Medienberichten waren die Besprechungen durchaus positiv. Trump ist hier angetreten, um neue Jobs zu schaffen in den USA und vielleicht auch die eine oder andere Produktion wieder zurückzuholen. Die Firmen geben sich momentan mal abwartend. Bleibt zu sehen, was er dann tatsächlich umsetzen wird, aber zumindest scheint die Stimmung gut zu sein. Ganz anders als nach dem Treffen, das Trump mit den Journalisten hatte. Das heißt, offensichtlich gibt es nach diesen Treffen auch nicht überall nur Schönwetter. Was auf der anderen Seite auch herausgekommen ist, ist, dass Jack Dorsey, der Chef von Twitter, tatsächlich nicht eingeladen war. Der meinte im Vorfeld, ja, er habe noch keine Einladung erhalten. Mittlerweile ist zumindest bekannt, er wurde absichtlich nicht eingeladen. Das liegt vor allem an Zerwürfnissen, die Donald Trump mit dem Twitter-CEO hatte. Wir kommen zu eher negativen News und einer dem wahrscheinlich größten, zumindest mittlerweile bekannten Hack. Yahoo war ja heuer bereits in den Schlagzeilen, weil sie schon gehackt wurden. Da waren auch sehr, sehr viele Accounts betroffen, über 500 Millionen Nutzer. Das soll Ende 2014 passiert sein. Heute gab Yahoo bekannt, dass sie auch schon im August 2013 gehackt wurden und mehr als 1 Milliarde Yahoo-Konten von dem Hack betroffen waren. Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Geburtsdaten und verschlüsselte Passwörter sollen dabei rausgekommen sein. Ja, Yahoo rät euch, all eure Daten überall zu ändern. Trotz allem der zweite große Hack in der Yahoo-Firmengeschichte. Ich bin gespannt, wie Marissa Mayer, die Yahoo-Chefin, hier reagieren wird. Im Endeffekt hat sich Yahoo jetzt heuer bekannt gegeben, dass ihnen 1,5 Milliarden Accounts, wobei sicherlich sehr, sehr viele davon doppelt waren, aus den Händen genommen wurden. Das darf natürlich nicht passieren. Stichwort Datenhack. Auch Anfang des Jahres ein größeres Thema. Die Erwachsenenplattform Ashley Madison wurde gehackt und Nutzerdaten kamen raus. Das war sehr unschön, weil natürlich gerade bei solchen eher heiklen Plattformen die Daten, die Nutzer gerne würden, dass sie so geheim bleiben. Ashley Madison wurde angeklagt wegen quasi Sicherheitsverletzungen. Man hat sich jetzt zu einer Vergleichszahlung geeinigt. Die Firma leistet im Rahmen dieser Vergleichszahlung umgerechnet 1,5 Millionen Euro Strafe. Ein Gerichtsurteil aus der EU hingegen, da wurde jetzt die Millionenstrafe gegen verschiedene Chiphersteller bestätigt. Es gab da bereits ein Urteil, dass 4 Chiphersteller Preisabsprachen untereinander getroffen haben sollen. Die haben dann gegen dieses erste Urteil berufen und sind vor das EU-Gericht gezogen. Auch dort sind sie abgeprallt, die Strafe wird zu zahlen sein. Wir kommen zu hoffentlich positiveren News aus dem Bereich Carsharing. Im Endeffekt gibt es in Europa, so meinem Empfinden nach, 2 größere Anbieter. Das ist einerseits Car2Go und andererseits DriveNow. Jetzt kam raus, dass Daimler und BMW, die beiden Betreiber dieses Carsharing, dieser beiden Carsharing-Netze, miteinander kooperieren wollen. So will man sich dann gemeinsam gegen größere Angreifer quasi aus den USA verteidigen, zum Beispiel gegen Uber. Ob das Ganze tatsächlich zustande kommt, bleibt noch fraglich. Auch Sixt ist an dieser ganzen Geschichte beteiligt, gar nicht so unwesentlich, nämlich mit 50%. Und die sind noch nicht ganz von der Idee begeistert. Generell wird auch abzuwarten sein, was eine Wettbewerbskommission dazu sagt, aber grundsätzlich vielleicht kein schlechter Schritt, dass die beiden großen deutschen Autokonzerne hier kooperieren wollen. Neuigkeiten aus unserer Social-Media-Ecke, beziehungsweise zuerst eine Messenger-News, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes eine Messenger-News, nämlich zum Facebook Messenger. Dort gab es ein Update, das die Kamera des Facebook Messengers deutlich aufbohrt und in neue Features vielleicht wieder mal ein kleiner Schritt Richtung Snapchat vielleicht und auch wieder ein kleiner Schritt in Richtung der Harmonisierung dieser Dienste. Ein anderes Thema aus dem Social Media Bereich, diesmal geht es wieder um Twitter. Offensichtlich hat Twitter vor, im Rahmen einiger Einsparungsmaßnahmen vielleicht auch, Twitter ist finanziell durchaus angeschlagen,
die Europageschäfte quasi generell nach Hamburg zu verlegen. Davon sollten einige Filialen unter Anführungsstrichen von Twitter betroffen sein, allen voran mal die in Berlin. Ja, bleibt abzuwarten. Von der Dublin-Filiale will man sich nicht verabschieden, das wird wahrscheinlich auch steuerrechtliche Gründe haben, aber ansonsten dürfte es Twitter mehr oder minder nach Hamburg ziehen. Eine News noch aus dem Bereich Smart Home, hier gibt es jetzt einen neuen Player auf dem Markt. Zu IFA bereits hat Medion einige Smart Home Produkte vorgestellt. Die sind mittlerweile jetzt verfügbar in 3 verschiedenen größeren Paketen, einem Paket zum Thema Sicherheit, einem zum Thema Komfort und einem zum Thema Energie. Die Pakete sind durchaus umfangreich und Medion hat, wie schon auf der IFA angekündigt, sehr, sehr viele verschiedene Sensoren und Steuerungseinheiten im Angebot. Auch preislich nicht durchaus uninteressant, insofern vielleicht mal einen kleinen Blick vorbeischauen, wenn ihr vorhabt, in diese Richtung noch etwas zu unternehmen oder hier ein bisschen Geld zu investieren. Ja, vielleicht ist Medion hier der richtige Ansprechpartner für euch. Wieder ein paar Update-News zum Thema Apple, beziehungsweise nur ein kleines Update, das ich euch geben möchte. Ich habe gestern bereits davon erzählt, dass macOS und iOS bereits in einer neuen Beta für Entwickler verfügbar sind. Seit ein paar Stunden ist diese Beta auch in der Public Beta verfügbar. Wir wollen wie immer an dieser Stelle nicht dazu raten, Betas zu benutzen, schon gar nicht, wenn ihr diese Geräte braucht, also eure Produktivgeräte sind. Aber auf der anderen Seite eben mutige Nutzer könnten zumindest jetzt macOS und iOS auch in der Beta ausprobieren. Ja, gestern war der 15. Dezember, es war der große Tag des Wartens offensichtlich. Sehr, sehr viele Leute haben auf Super Mario Run gewartet. Um 18.35 Uhr war es dann offensichtlich soweit. Und Super Mario Run war im App Store, ein riesengroßer Sturm begann. Offensichtlich haben alle Server mehr oder minder zumindest größtenteils durchgehalten. Wirklich große Negativmeldungen gab es noch nicht. Pünktlich um 19 Uhr fielen noch die Verschwiegenheitsklauseln. Auch ich war einer unterworfen und die ersten Tests konnten online gehen. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit Super Mario Run. Wir haben auf Twitter auch unsere Hörer gefragt, ob ihr denn vorhabt, euch das Spiel zu holen. Und immerhin 50% sagten ja und wieder nochmal ein bisschen über 25% sagten, sie warten noch ein bisschen ab, aber haben es schon vor. Offensichtlich also bei euch ein sehr interessantes Thema. Das war's dann insofern von meinen News von heute und das war's dann auch von mir für diese Woche. Ich hoffe, unsere Hörer sagen nur Thank God it's Friday, weil ihr euch auf das Wochenende freut und nicht, weil ihr mich jetzt los seid. Es hat mich sehr, sehr gefreut, euch durch diese Woche begleiten zu dürfen. Selbst bin ich auch ein bisschen traurig, dass ich jetzt wieder abgeben muss. Es freut mich aber, an den Martin zu übergeben. Der wird euch dann in der nächsten Woche durch die Woche mit den Technikthemen begleiten Richtung Weihnachten. Insofern, ich wünsche euch einen guten letzten Arbeitstag und einen guten Start ins wohlverdiente Wochenende. Ciao. Der Geek Talk Daily Podcast erscheint täglich von Montag bis Freitag. Anhören kannst du uns via iTunes, YouTube, Soundcloud oder alternativ via RSS-Feed auch über den Podcatcher deiner Wahl. So verpasst du auf jeden Fall keine Folge von uns. Alle Informationen dazu, wie du uns abonnieren kannst, findest du auf daily.geektalk.ch/abonnieren. Sehr gerne darfst du uns natürlich auch über Social Media verfolgen. Dazu facebook.com/geektalk, das über unseren Mutterpodcast oder via Twitter @geektalkdaily. Hört mehr Geek Talk.